Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Soundless Driving, diesmal wieder aus meinem Auto. Ich habe ja eins meiner letzten Videos in meinem Büro gemacht und da hat es wohl etwas geheilt. Vielen Dank für die Informationen. Ich habe wenig Dämmstoffe bei mir im Büro, da ist viel einfach nur aus Holz und aus Stein und kein Teppich, keine Vorhänge und so etwas. Aber vielen Dank für den Hinweis. Vielleicht habe ich sogar ein bisschen mit dem Sound gespielt seinerzeit, so dass dann der Ton doch etwas geheilt hat. Ja, heute ein neues Video und zwar habe ich sie bekommen, meine Ladekarte von Telekom. Nachdem Maingau ja die Preise doch nicht unerheblich um einige 100% erhöht hat, immer noch günstig, wir wollen uns nichts vormachen, aber es ist doch eine stolze Preiserhöhung gekommen, wobei uns das, glaube ich, allen klar war, denn das konnte nur ein Angebot sein und ähnlich ist es jetzt ja auch hier bei Telekom. Auch das ist nur ein Angebot. Die Telekom Ladestromkarte, hier an dieser Ladekarte sieht man es, es sieht eigentlich gar nicht so sehr nach Telekom aus. Hier auf der Rückseite habe ich zwar dann wieder dieses Telekom und auch der Brief, der kam in Telekom-Manier, aber das andere, auch die App und so weiter, sieht also eher so aus. Und ich bin gespannt, die Preise sind ja recht attraktiv. Ich glaube bis März und dann wird es etwas teurer, dann werden die Preise so hoch werden, wie sie vorher bei Maingau waren. Jetzt liegen sie ja bei 2 Cent. Die Minute, glaube ich, oder die Kilowattstunde. Jetzt sind die Preise ja recht attraktiv und ab März, denke ich, werden die Preise etwas erhöht werden. Okay, lassen wir uns mal überraschen, aber ich denke immer noch im Rahmen, zumindest das, was die Telekom angekündigt hat. Dazu gab es einen kleinen Brief. Hallo Thorsten, hier ist sie, deine Ladekom-Karte mit der Telekom-Ladekarte. Karte kannst du an zahlreichen öffentlichen Ladesäulen die Ladung deines E-Autos starten. Zusätzlich kannst du auch mit der Telekom Ladestrom App Ladevorgänge an öffentlichen Ladesäulen starten. Dann kommt, wo man das downloaden kann, im Google Play Store oder bei Apple. Und dann kommt noch etwas, was eigentlich fast so klingt, wie es man bei einer Hochzeit hätte sagen können. Unser Ziel ist es, dir das Leben so angenehm und so einfach wie möglich zu machen. Wir wollen dir immer ein verlässlicher und guter Partner beim Laden sein, also nicht im Leben, sondern nur beim Laden. Okay, ist auch in Ordnung für mich. Deshalb würden wir uns freuen, wenn du mit uns deine Meinung teilst. Gerade dann, wenn du der Ansicht bist, wir könnten etwas verbessern, möchten wir es unbedingt von dir erfahren. Werdet ihr? Was ich gut finde, Telekom, die Ladekarte gleich verstauen. Was ich gut finde, Telekom, ich habe ja bei dem Video über die Versicherung eine nette Sache, eine lustige Sache von der Itzehoer gezeigt damals. Da war nämlich hier vorne ganz normal die Parkuhr. Und hinten gibt es dann den Benzinrechner. Okay. Jetzt kann ich mir natürlich ausrechnen, wie viel hätte ich gespart, wenn ich mit meinem Auto so und so viel. Aber wurscht, dafür habe ich ja Tesla Fee. Übrigens, Tesla Fee kann ich auch nur empfehlen. Ich habe jetzt für 3800 Kilometer ein kleiner Hinweis an die Verbrennerfahrer. Ich habe für 3800 Kilometer bei einem berechneten Ladestrom von 25 Cent, bei berechneten Kosten von 25 Cent, ungefähr 106 Euro ausgegeben. So, am Supercharger lade ich ja noch kostenlos und hier zu Hause berechne ich das mit 25 Cent. Und das wiederum, finde ich, hat die Telekom ganz prima gemacht, nämlich auf die Parkscheibe vorne, wo man seine Ankunftszeit draufschreibt, hinten auf der Rückseite die voraussichtliche Ladedauer, hier noch mit der Möglichkeit, die
Telefonnummer hinzuzufügen, sodass derjenige, der das vorne reinlegt, angerufen werden kann, wenn ein anderer kommt, der ganz, ganz dringend Strom braucht, weil er weiter muss und man vielleicht selber nicht ganz so dringend Strom braucht, dann ist das doch hier eine ganz hervorragende Möglichkeit, dem anderen den Platz frei zu machen. Das gehört für mich auch zur Ladeetikette, dass man eben dann den Weg frei macht für jemanden, der den Strom dringender braucht. Das soll es für mich gewesen sein. Wenn das Video für euch interessant war, gebt ihm ein Like. Wenn nicht, dann nicht. Abonnieren bitte nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao.